Jetzt, wo wieder die Grippezeit beginnt, zeige ich euch einen besonderen Tee, den ihr in dieser Zeit trinken sollt, weil er am effektivsten ist, um die Grippe zu bekämpfen. Es handelt sich hierbei um Kurkuma. Dies hier sind Kurkuma-Stücken. Sie ähneln sehr der Ingwerwurzel. Diese kann man reiben und in ein Teesieb packen oder einfach klein schneiden und in Wasser aufkochen. Es gibt keinen besseren Tee, den ihr in der Grippezeit verwenden könnt. Also wenn ihr schon die Grippe habt, ist er gegen die Grippe sehr aktiv. Und wenn ihr noch keine habt, ist er sehr vorbeugend. Also Kurkuma überhaupt ist ein sehr gutes Mittel, wenn nicht überhaupt das Beste. Es kommt hauptsächlich aus Indien. In diesem Fall schneiden wir die Kurkuma-Wurzeln klein und kochen diese in Wasser. Da diese aus dem Bioladen sind, müssen wir sie nicht schälen. Ansonsten, wenn ihr die Kurkuma nicht im Bioladen kauft, solltet ihr diese vielleicht vorher ein wenig schälen. Wir erhitzen 1 Liter Wasser und kochen die einzelnen Stücken drin auf. Zusätzlich können wir noch ein bisschen Chili mit ins Wasser packen. So, das Ganze nun aufkochen und dann ca. 20 Minuten köcheln lassen. Danach gießt ihr euch das Ganze normal in eine Tasse. Den Rest könnt ihr auch kalt werden lassen, kann man auch kalt trinken. Der Tee wird euch auf jeden Fall von innen reinigen. Also das Beste, was ihr bei einer Erkältung machen könnt. Von daher perfekt für diese Jahreszeit. Ihr solltet auch wissen, dass Kurkuma sehr gesundheitsfördernd ist und das Immunsystem stärkt. Von daher könnt ihr diesen auch über das Jahr immer wieder trinken. Auch sehr hilfreich bei Asthma, bronchialen Infekten und auch sehr hilfreich bei Verdauungsproblemen. Zusätzlich kurbelt Kurkuma auch die Fettverbrennung an. Also probiert es einfach aus. Lasst mir ein Like da, wenn ihr wollt, mit dem Daumen nach oben. Und schreibt mir in den Kommentaren, wie es funktioniert hat, wie euch der Tee schmeckt. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Dies ist wie immer alles völlig kostenfrei. Viel Spaß!